Im Heiligtum des Zorns werden wir uns retten, hoch in den Norden. Oh mein Gott. Hier steht doch immer ein Totem. Eigentlich. Nein. Diesmal nicht, schade. Nein! Das ist mein Totem. Ich gehe mal rüber auf die Seite. Korrupte Intervention hat der Killer auf jeden Fall. Ah, ich glaube, es sind Zwillinge. Von der Chase-Musik her. Der zerstört meine ganzen Totems. Der hat bestimmt eine Totem-Aufgabe. Schnauze. So. Tschüss. Wir laufen mal einfach weiter, damit der in Gen weitermachen kann. Das Problem ist, ich erreiche die Palette wahrscheinlich nicht mehr. Uff. 1000 IQ oder was? Oh, scheiße! Ah, okay, alles klar. Sie jagt den dort weiter. Cheryl ist hier. So, diese Jagd haben wir schon mal irgendwie geschafft. Oh mein Gott, ey. Ist es so schwer, Skillchecks zu treffen? Ist das wirklich so schwer? Aha, okay. So ein Zwilling bist du also. Der Slugging-Zwilling. So, schnell. Oh, da ist jemand zerfleischt, glaube ich. Skirtschok-Katze auch. Alter, wieso dauert das so lange? Alter, wie sich das anhört, ne? Nur mal so als Frage, kann ich ihn... Aua. Schlampiger Schlachter natürlich, was auch sonst, ne? Oh scheiße, hier oben ist ja... Ah, das ist natürlich doof. Das ist natürlich gerade richtig doof. Wir müssen mal gucken. Ah, Mist, verdammt. Ja, war zu schnell. Das war zu... Ja, zu offensichtlich. Scheiße. Ja, Zwilling ist immer so eine Sache. Je nachdem, wie der Killer drauf ist. Der slackt dich zu Tode. Und der Cooldown... Und der Cooldown von diesem Killer. Der Cooldown von den Zwillingen, nachdem Victor kaputtgetreten worden ist,
ist relativ gering. Und er kann seinen, kann dem Viktor sehr schnell wieder nutzen. Das werden die nicht schaffen. Das wird nix. Das wird nix. Ja, das war klar. Aber Jake kriegt den Generator durch. Kannst du mich heilen? Nein, du kannst mich nicht heilen. Ah, tunnelt nicht. Das ist schon mal ein großes Pfund. Ich bräuchte aber trotzdem ein Totem. Scheiße. Komm, ich mach den. Das ist besser, wenn ich jetzt einen Einmann-Gen mache. Obwohl das eigentlich scheiße ist. Gerade ein bisschen beiseite. Sie bringt die genau hierher. Das gibt's nicht. Das kann nicht wahr sein. Skirtschock gibt's auch. Okay. Gleich lässt sie Viktor los. So nicht. Nein! Och, das kann... Ich bin gegen diese Scheißwand gelaufen. Ey, ansonsten wäre ich weg gewesen. Mein Skirtschock war aber auf jeden Fall weg. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Nein, war er nicht. Scheiße. So ein Mist. Jetzt habe ich was im Auge. Das ist natürlich schlecht. Oh, jetzt geht's los. Schön. Nicht? Gut, dann heilt sie mich eben nicht. Boah, das Ding. Ich will wenigstens noch versuchen, so lange wie möglich am Leben zu bleiben. Ganz schnell heilen. Hä? Wie geht denn das? Wie geht das, dass sie auf einmal liegt? Jetzt mal wirklich. Gut, diese Cheryl ist dann weg. Sackgasse, okay. Dann muss ich wo retten gehen. Ach, sie lässt sich sterben. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, gut.
Geht jetzt das Slacken los? Wir gehen mal einfach in den Schrank rein. Aus sicherheitstechnischen Gründen. Boah, die Runde. Zwillinge sind immer mega fies zu bespielen. Zu retten wäre jetzt Quatsch. Zu retten wäre jetzt absoluter Quatsch. Das wäre einfach nur Selbstmord. So. Die Luke spawnt jetzt genau vor mir. So. Und jetzt soll mir mal jemand sagen, ich hätte keine Ahnung von Dead by Daylight. Der kam da, kleine Stricher. Gut, ja, das war die Runde. Das war Let's Survive Nummer 2, wenn ich mich nicht irre. Ja. GG, well played. All, natürlich, auf jeden Fall. War eine gute Runde von allen. Aber, ja. War, wie er schon sagt, war ein hartes Spiel. Wir hatten nicht so viel von unseren beiden Perks, ne? Wir haben es zweimal zum Einsatz bekommen, hatten von übereifrig, hatten wir eigentlich gar nichts. Gelegenheit nutzen habe ich eigentlich, wenn möglich, habe ich das in jedem Bild drin. Das ist einfach Premium. Ich habe auch, ganz ehrlich, ich habe keine Lust, mir sämtliche Palettenspots und Fenster zu merken. Dafür ist mein Kopf einfach zu voll. Deshalb nehme ich das eigentlich auf fast jedem Bild mit, es sei denn, ich habe ein bestimmtes Bild vor. Flink ist eigentlich auch so ein Standard-Perk, ist immer gut einsetzbar und geht den Killern mächtig auf den Sack. Ja, Taschenlampe haben wir auch Punkte gemacht. Ja, was hatten die anderen denn? Ja, die war auf Kisten aus. Da hat Soma-Perk bei. Ja, keine absoluten Meta-Builds bei. Also das ist schon spürbar gewesen. Schlampiger Schlachter, Standard-Perk, eigentlich auf Zwillinge, eigentlich ein Muss. Skirtchoke, ja, ist noch immer stark, hat man gesehen. Das hat zwei Generatoren bestimmt verhindert, dass sie zum Laufen gegangen worden, zum Laufen gebracht worden sind. Sackgasse, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so den Ausschlag gegeben hat. Korrupte Intervention ist gut auf Zwillinge, da man denn erstmal die Survivor mit Victor jagen kann. So, also ich würde sagen, das war eine ganz gute Runde. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwas anzumerken habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Oh, hier, wieder Sprachprobleme hier. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Our Blade and out. Tschüss.